Jo Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute gibt es mal wieder seit Ewigkeiten ein neues typisch Video, diesmal passend zum letzten Mal typisch Lehrer. Für alle, die es vergessen haben, letztes Mal waren es typisch Schüler. Aber ohne lange rumzuschwafeln, würde ich mal sagen, los geht's. Der Abschweifer. Sagen wir mal, er fängt mit einem Thema an und ist dann innerhalb von 10 Minuten bei einem ganz anderen Thema. Und das nur durch die Fragen von irgendwelchen Schülern. Das heißt, die Schüler stellen ihm einfach Fragen, die nur ein bisschen vom Thema abweichen. Und wenn das immer so weitergeht, dann sind das irgendwelche Fragen, die irgendwann extrem abweichen vom Anfangsthema. Und so dominieren doch die Schüler das Thema. Der krampfhaft Junggebliebene. Boah, dieser Film da, dieser Schulfilm. Dieser Fuck You Goethe-Film, der ist ja so lustig. Ich habe den im Kino gesehen, aber jetzt habe ich mir den auch auf DVD geschaut. Ich habe den schon all meinen Kindern gezeigt. Die sind zwar erst 6, aber per YOLO. YOLO, da hieß das dann nochmal Hipster. Also die Lehrer denken vielleicht, das könnte cool rüberkommen. Aber nein, so ist das nicht. Der Witzereißer. Neulich hatten wir einen Lehrer in Englischvertretung. Und dann stellt er eine Frage, was macht ihr gerade in Englisch? Und dann sagt irgendein Schüler, Shakespeare. Und der Lehrer kommt mit, nein, ich hätte mein Bier nicht gerne geschüttelt. Ungefähr 3 Sekunden war Totenstille im Zimmer. Und dann brechen alle in Lachen aus. Aber nicht über den Witz, sondern über den Lehrer. Und der Lehrer steht da und macht einen auf. Ja, ja. Ich weiß, der ist gut, ne? Der sich selbst Widersprecher. Es ist zwar schon etwas länger her, aber es ist immer noch unfassbar. Da hatte ich mal bei den Englischhausaufgaben die falsche Seite gemacht. Und dann kommt meine Englischlehrerin mit, ja, das tut mir leid, aber da muss ich dich jetzt in die Nacharbeit schicken. Aber wieso? Nacharbeit soll doch eine Strafe sein und ich habe nicht mit Absicht die falsche Seite gemacht. Das wäre ein bisschen... Ja, da hast du schon recht, aber... Ja, ja, aber ich schicke dich mal trotzdem in die Nacharbeit, ne? Der Faule. Ich glaube, in dem Fach, wo wir diesen Lehrer haben, haben wir dieses Jahr noch nichts vom Stoff gemacht. Nur Referate gehalten und Filme geschaut. Versteht mich nicht falsch, das ist natürlich cool, aber ich habe ja irgendwie das Gefühl, er ist ein bisschen faul. Der Disser. Jedes Mal, wenn ein Schüler irgendwas sagt, was diesem Lehrer nicht passt, kommt irgendein richtig geiler Diss. Und dann ist nämlich nicht der Lehrer der Arsch, sondern der Schüler, der vorher geredet hat. Bloß manchmal kommen keine Disse, sondern einfach nur irgendwelche dummen Flachwitze. Ich habe eine 3. Oh mein Gott! Sehr gut. Kannst mich aber trotzdem noch her Piep nennen. Im ersten Moment hat man natürlich gelacht, aber im zweiten Moment dann einfach, okay, Flachwitz. Aber natürlich gibt es auch noch coole Lehrer, die nicht doof sind, aber das sind halt natürlich wenige. Aber ich hatte mal irgendwann vor ein paar Jahren in irgendeiner Vertretungsstunde einen Lehrer, der ist mit dem Motto reingekommen. Der hat sich hingesetzt, Beine auf den Tisch und hat gesagt, so, wir können gechillten Unterricht machen. Ja, er hat gechillt gesagt. Aber wenn ihr zu laut seid, dann wird das halt ein bisschen unangenehm. Aber ist ja jetzt nicht so schwer. Wir können gechillten Unterricht machen. Das nenne ich mal einen coolen Lehrer. Jetzt seid aber ihr wieder gefragt. Schreibt mal in die Kommentare, welche von diesen Typen ihr wiedererkannt habt und welche nicht. Und was ihr vielleicht noch hinzuzufügen habt. Ich lese es mir gerne durch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.